auch oft leider nicht so gemacht, wie sie gemacht werden sollten. Wir wollen hauptsächlich den Bauchmuskel belasten, nicht den Hüftbeuger bei dieser Art von Bauchmuskelübung. Da gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten solltet. Ich zeige es euch. Also, hinlegen. So, ich hoffe, dass ihr mir seht. Habt ihr alles drauf, ja? Fußspitzen nach oben, Beine schulterbreit, Beine anziehen, Arme nach oben, senkrecht zur Decke, Kopf anheben, Oberkörper anheben und ausatmen. Auch hier konzentrisch nach oben mit ein bisschen mehr Power, exzentrisch langsam und etwas langsamer. Unten kurz Stopp und nicht mit den Händen Schwung holen. Das ist eine andere Übung. Das ist eine Übung für Faulenzer. Ja? Und auch nicht hier solche Sachen. Nach vorne kippen. Stellt euch vor, Glas Wasser in den Händen, nach oben zur Decke und gerader Bauchmuskel. Yes! Und dann gibt es noch den schrägen Bauchmuskel. Achtung, ihr Lieben. Zack, zack, zack. Umdrehen. Ich hoffe, ihr seht mich. So, Beine schulterbreit, Fußspitzen hoch. Hände übereinander, seitlich an den Oberschenkel, Nase in die Mitte von den Händen holen, Kopf fast unterlegen, linker schräger Bauchmuskel von der Seite, Fußspitzen anheben, jetzt mal rechten und Nase in die Mitte von den Händen und diese Richtung, schräger Bauchmuskel und ganz wichtig, immer um kurz anhalten, ausatmen. Und hier oben so wenig wie möglich Bewegung am Kopf und bitte nicht die Hände hinter den Kopf legen und jetzt, wie es oft gemacht wird, hier an der Halswirbelsäule gezogen. So. Das ist nicht gut, vor allem belastet es weniger den Bauch, sondern die Halswirbelsäule, das macht keinen Sinn. So, das waren die Bauchmuskelcrunches. Bald geht es weiter mit Plank und mit allen anderen Übungen. Bis bald.